Es gibt Stimmen, die behaupten, Network Marketing ist eine Branche, in der Menschen zu einem Einkommen gelangen, das sie so in keinem anderen Job erreicht hätten. Ob das so stimmt oder nicht, will ich an der Stelle gar nicht beantworten. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist ein bestimmter Punkt. Menschen, die im Network Marketing ein hohes Einkommen und eine damit verbundene kleine Popularität erreicht haben, sind nicht unbedingt auf so eine Situation vorbereitet worden und schon gar nicht entsprechend geprägt. Was kann es zur Folge haben? Ich würde sagen, von Überforderung bis völligen Größenwahn ist alles dabei. Es mag jetzt nur eine kleine Menge an Menschen betreffen und bezieht sich sicher auch nicht nur auf Network Marketing, aber es ist nun mal das Business, für das ich mich entschieden habe und das beobachte ich ganz genau. Bei den meisten meiner Kollegen beobachte ich ein durch sehr viel Fleiß und Ausdauer hart erarbeitetes Level an Einkommen und eine damit verbundene Demut und Dankbarkeit. Das alles basiert auf dem Bedürfnis nach echter Gemeinschaft, auf Augenhöhe, zum Anfassen live und nicht nur zum Durchklicken. Ich sehe weder Protz noch Angeberei oder kopflosen Wahn, sondern Menschen, die wissen, was sie tun, wofür sie sich entschieden haben, für welches Produkt sie sich entschieden haben, damit arbeiten, Gemeinschaften kreieren und dafür dankbar sind. Natürlich gibt es auch wie in jeder Branche bei uns große Irrungen und Wirrungen. Das ständige Zeigen von vermeintlichen Statussymbolen, das permanente Herausarbeiten von ich bin besser, schöner und reicher als du. Wenn du auch so toll sein willst wie ich, dann werd doch mein Follower. Und wenn du Glück hast oder ganz viel Geld dafür bezahlst, das du gar nicht hast, dann lasse ich dich vielleicht an meinem gigantischen Wissen teilhaben. Das immer wieder zu entdecken und mit anzusehen, macht mir doch dennoch wirklich Magendrücken. Ich will nicht mit Menschen in einen Topf geworfen werden, die durch Prahlerei, maßlose Übertreibungen und haltlose Behauptungen andere mit in ihren Kosmos ziehen, die dann wiederum hoffen, dass sie endlich auch mal in irgendwas glänzen, so wie ihr Instagram-Superstar, auf den sie ihre ganze Hoffnung projizieren. Absolut haltlos. Egal ob in der Glitzerwelt oder Guru-Status, das alles ist aus meiner Sicht nicht echt. Und wenn ich eines vermitteln möchte, dann den Impuls, sich ganz genau zu überlegen, an wen willst du dich binden, wem willst du folgen und was erhoffst du dir davon? Das betrifft nicht nur Network Marketing, es betrifft wahrscheinlich auch das ganze Leben im Allgemeinen. Lass dich nicht blenden und vor allem lass dich nicht verarschen. Die wissen, was ich meine, wissen, was ich meine.